noch ein schönes Butterfly. Ich glaube, das ist Dingen Steeled oder sowas. So, hier ein Huntsman Knife, Marble Fade in Star Trek. Und dann zweimal Brotmesser, dreimal Brotmesser, BLMN mit einem Butterfly, Star Trek Knight. Also, scheinbar bei den Playing Ducks nur Knife-Skins erlaubt, die auch Star Trek haben. Längste Knife-Round, die ich bisher mitbekommen habe. Synced komplett im Modus. So, wird aber auch rausgenommen. 4K für Paddy, der nimmt auf jeden Fall hier schon mal die Knife-Round in die Hand und die Panthers dürfen damit also die Seitenwahl entscheiden. So, meine Damen und Herren, was man ganz klar sagen muss, Playing Ducks aufgestellt. Also wir haben hier zweimal auf jeden Fall eine sehr, sehr alte Spieler, Sonics und Aika. Nein, Quatsch. Natürlich haben die auch schon ein etwas höheres Alter im Vergleich natürlich zu den anderen Spielern, aber beide einfach schon seit 100.000 Jahren am Start. Sonics den großen Vorteil gehabt, auch bei Mousebots damals bei 1.6 gespielt, jede Menge internationale Top-Erfahrungen erreicht. Playing Ducks hat den guten Aika, der auch schon zu 1.6 Zeiten gespielt hat und sich dann irgendwann nochmal aus der Inaktivität in CSGO reingespielt hat. Und das mit Bravour. Ist also mittlerweile einfach implementiert, ist ganz fest verankert in diesem, im deutschen Counter-Strike. Und jetzt geht es los. Panthers Gaming gegen die Playing Ducks. Auf den Inferno. Und Don Zon, der ist der Granatenkönig und wir gucken natürlich, was er hier für seine Mates zu bieten hat. Sehr schöne Flashbang, die titscht dann nochmal an dem Dach ab, kann natürlich dann überhaupt nicht gedodged werden in Richtung Banane. Die werde ich mir auf jeden Fall abgucken, lieber Zonics. Sondern ist allein auf den Spot, wird rausgenommen. Sehr schön. Direkt mit ordentlich Tempo sind die Enten hier drauf geflogen. Aber dann kommt ECFN von der Banane, nimmt sehr schnell Aika raus. 2-gegen-2 Situation. Close Distance ist natürlich jetzt hier am sinnigsten mit der Glock. Und BLMN und Light, die werden das natürlich versuchen, irgendwie auszuspielen. Was sage ich gerade? BLMN und Synced. Hauptsache, ich lese Light und spreche ihn direkt aus. So, Synced und BMN ziehen sich weiter zurück. Jetzt haben sie natürlich hier mit den Glocks absoluten Vorteil. Jetzt müssen sie schauen, hier auf diese Close Distance auf jeden Fall zu arbeiten. ECFN mit dem nächsten Frag. Und jetzt kann ECFN hier diese Runde für sein Team holen. Und ja, das war jetzt nicht gerade ideal gespielt von den Enten da in Construction. Trotzdem, es wirkt hier schon direkt spannend von der ersten Sekunde an. Trotzdem die erste Runde für die Panthers. So, aber trotzdem nochmal die Flashbang von Sonics hervorheben. Die titscht genau aufs Dach ab und dann sieht man sie nur ganz kurz, wie sie so hoch fliegt. Das heißt, bananetechnisch kannst du dich davor eigentlich gar nicht wegdrehen. Ist nahezu unmöglich. So, und für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, ja, das ist die erste Map. Das Spiel davor hat sich verzögert, gab eine Overtime auf die Train. Und auch das zweite, die zweite Map ist sehr spannend gewesen und knapp ausgegangen. So, wir sehen bei den Enten auf jeden Fall ein Buy, vor allen Dingen eine Sort-Off bei Aika, sehr interessant. Wo der jetzt hingehen möchte, das ist natürlich ganz klar, es gibt nur ein Ziel mit einer Shotgun, das ist der Teppichgang. Von da aus kannst du natürlich versuchen, irgendwie close distant ranzukommen und die Spieler natürlich dann quasi durch die Shotgun in einen Nachteil zu stellen. So, und da wollte er zu viel, aber Synced mit der Antwort, Reni auch rausgenommen, okay, danke Autodirector. Und Light mit seinen 24 HP halt auch nicht mehr unbedingt hier derjenige, der diese Runde nochmal entscheiden wird. Sondern damit Sonics im Retake, der wird es natürlich versuchen, was soll er mit der MP9, hat jetzt noch einiges an Gürtel, erste Flashbang hier schön gegen, zweite Flashbang gegen, checkt jetzt erstmal lang, weil er weiß, dass kurz sich wegdrehen wird durch die Granaten. Der ist ja eiskalt, wenn er die natürlich gewinnen möchte. Dann gibt es da nicht mehr viel anderes. So, ist nicht bis ganz in die Ecke gekommen. Doch, ist es. Und dann kommt er da gerade raus. Aber sie musste sich erst ausbreiten. Da war er, glaube ich, selber auch ein bisschen überrascht. Nichtsdestotrotz das 1:1. Und die Playing Ducks holen sich hier diese Eco-Runde bzw. diesen Force-Buy. Und Panthers schafft es nicht, in der Anti-Eco gut zu stehen. So, wieder der Herr Sonics mit den Granaten. Auf der anderen Seite sehen wir richtig volle Gürtel und vor allen Dingen auch eine bunte Mischung an Waffen. Also da ist wirklich alles dabei. Huch, war ich das jetzt gerade? Ja, das war ich. So, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall nur Paddy abgestellt, der die Banane erstmal regeln soll. Playing Ducks, die werden sich natürlich, die werden Teufel tun, jetzt irgendwie aggressiv irgendwo vorzugehen. Die werden natürlich erstmal abwarten. Dankeschön, Jörg.
Da freue ich mich immer. Mit Jörg als Kollegen wird dir nie langweilig. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und ist auch echt jemand, mit dem man unglaublich viele Späße haben kann, der Witze auch nicht falsch versteht. Ach, ich bin schon ein bisschen verliebt in den Grauen. Ich bin liebevoll, der Graue. Der graue Dämon. So, grundsätzlich hat das jetzt hier Playing Ducks auf jeden Fall richtig gemacht. Sie wollten jetzt nicht zu aggressiv, nicht zu schnell nach vorne gehen. Sie haben jetzt erstmal abgewartet. Gibt es vielleicht irgendwelche aggressiven Pushes, die Panthers hier plant? Jetzt hat man die Rippe eingenommen. Wird natürlich jetzt über die Rippen hier zusammen nach vorne gehen. Das muss man natürlich aufpassen. So eine Smoke kann unglaublich einladend sein, mit einer Flashbang da nochmal rauszuziehen. Aber Richtung Boiler, Richtung Bibliothek wurde jetzt auch abgesmoked. Und auf dem Spotter stehen einige Spieler. Sie stacken das Ganze. Schöne HE-Granate. ECFN hat auf jeden Fall schon ordentlich was unter Druck bekommen. Jetzt muss man hier langsam und sicher den Spot erstmal checken und clearen. René, zumindest als einziger hier fündig geworden, aber auch nur durch die Support-Arbeit der Flashbang. Und damit haben wir Paddy alleine gegen 4. So, und da wird nicht mehr viel anbrennen. Ich denke mal, Paddy wird versuchen, hier nochmal im Pit vielleicht den einen oder anderen anzuhitten. Oder eine Waffe hier wegzupflücken. Aber auch das passiert nicht. So, Hypertuning, Venom, schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, ebenso. Schön, dass du da bist. Aber wie gesagt, werde auch die nächsten Tage wieder mal privat streamen. Wie sieht die Tabelle aus? Ausrufezeichen. Ah ja, da ist es. LP Senk hat sich verschrieben. Ach du Heilige, ich glaube, die KI ist kaputt. Kann mal jemand bitte, ne? So. Jetzt haben wir wieder eine komplett Spar bei den Panthers. Klar, die Runde. Man versucht eigentlich meistens mit Masse statt Klasse zu überzeugen. Oder wirklich. Oder wirklich einfach Stück für Stück überall offensiv vorzupieken. Und selbst das wird gecheckt. Ach, es ist schönes Counter-Strike. Es ist schönes Counter-Strike. Werfen wir mal ganz kurz den Shot von Iker nochmal ein. Zack. So, Fixgranaten natürlich auch bei Iker vorhanden. Und wie ihr seht, liebe Freunde, in der Banane zieht ihr nichts. Denn die Herrschaften von den Panthers haben gemeinsam auf dem A-Spot gestackt. Sonics jetzt noch relativ schnell mit seiner StatTrak USPS Orion ohne Schalldämpfer. Nach unten, aber Iker, der passt auf, hat er eben schon diesen schönen One-Click da verteilt. Und sofort kommen die Spieler von der Banane unterstützen. Und das finde ich gut, dass er auch mit der MAC-10 hier nach vorne geschickt wird, dass er natürlich auch mit dieser SMG am meisten Arbeit vollrichten kann und damit natürlich am meisten Geld auf seinem Konto verbucht. So, nachdem Panthers die Pistol geholt hat, ist Playing Ducks auf einmal im Kampfenden-Modus und hat hier richtig gezeigt, wo es lang geht. 3 Runden in Folge. Jetzt gucken wir das erste Mal auf eine Full-Equipped-Runde auf beiden Seiten. Was heißt Full-Equipped? Panthers immer noch keine AWP. So, jetzt hier Fixpunktgranate, die kommt natürlich auch Richtung lang. Macht jetzt erstmal da den Bereich halt safe. Damit drängt man natürlich hier die Spieler von den Herrschaften von Panthers zurück und jetzt auf dem Spot warten. Der gute Light, der jetzt gerade falsch erwischt wird. Ganz bitter. Und der gute ECFN. Und der holt zumindest 2. Den dritten kriegt er nicht mehr mitgenommen. 2 gegen 2 Retake-Situation. Icon auch mit einer Molotov und Flashes, aber von der Seite BMLN hier auf jeden Fall mit dem richtigen Track gegen Sonics. Und dann ist René der letzte Überlebende. So, Verzeihung. Manchmal muss der Hüsterchen raus. Und dann schafft man es nicht schnell genug zu muten. So, sehr, sehr rasant unterwegs. Sucht natürlich hier überall. Boah, was eine Kelle. Und damit das 4:1 für die Herrschaften von den Playing Ducks. Und die sind auf jeden Fall sehr gut ausgedrückt. Das spricht Marvin immer Bummeln. Marvin ist eigentlich ein sehr smarter Typ und hat eigentlich auch immer so Hintergrundinformationen. Echt? Bummeln? Bümmeln? Bummeln? Also Bümmeln würde ich vielleicht noch sagen. Ja, komm, ich nehme Bümmeln.
Ich hätte jetzt geklickt. Einfach nur aus Protest. So, Paddy. Keine Ahnung. Also er hat ihn irgendwie gesehen, irgendwie auch nicht. Und trotzdem kriegt er einen Wallbang-Headshot. Keine Ahnung, was das schon wieder für Counter-Strike-Attitüden sind. Ist aber ein schöner Push hier auf jeden Fall. Beziehungsweise eine schöne Awareness von Aika, der auf jeden Fall die Banane nochmal safe hält. Und jetzt hier die Rotation. Wird angegangen. Man hat auch den anderen Spieler schon gehört, wie er die Mitte runterfährt. Aber das hält man hier ganz schön gegen. Und der letzte Überlebende ist dann Sonix. Und der wird auch mit der Diegel ausgeschaltet. Also hier in dieser Runde auf jeden Fall nicht viel angebrannt. Die Playing Ducks sind 5:1. Und angebrannt und Ente und... Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, bisher auf jeden Fall Aika ganz vorne mit am Start. Der hat richtig Bock. Wenn es eine Sache gibt, die Aika auf jeden Fall hat, dann ist das Ehrgeiz. So, AWP ist auf jeden Fall da. Mitte sollte erstmal geaimt werden. AWP ist also dementsprechend schon mal bekannt, dass man sie in der Mitte zuzuordnen hat. So, jetzt habe ich mich da gerade vertändelt, aber ist nicht schlimm. Dann schaut es euch an, die Mitte wird jetzt komplett erstmal eingenommen. Also man rechnet damit, dass weiterhin passiv der Spot gedeckt wird und die Mitte nicht so aktiv geaimt wird. Vor allen Dingen, weil weil Light sich natürlich mit der AWP schon recht früh verraten hat. Jetzt kommt aber eine Flashbang, Aika mit dem Support und dann ist hier der gute Sonix erstmal in Arbeitsstimmung. Und das schafft er nicht, wird rausgenommen. René, der muss jetzt hier den B-Spot alleine halten. Steht mitten in der Smoke, Banane und zieht die Welt. Bayer, Bummel. Hat den Frag rausgenommen. Paddy und Light, letzten Überlebenden. Das tut mir leid, aber da sollte er auf jeden Fall seine AWP in die nächste Runde speichern unter Light.AWP. Ja, Jacek bei. Dann solltest du überlegen, dass du vielleicht bei Panthers nicht mehr einschaltest oder immer einschaltest. Das sind die zwei Optionen, die du hast. Je nachdem, wie gerne du die hast. So, und die Enten auf ihrem eigenen Map-Pick gerade auf jeden Fall sehr gut unterwegs. Light kann man dann übrigens auch nochmal rausnehmen. Das ist natürlich ein bisschen bitter, dass auch gerade die AWP da fällt. Vor allen Dingen pickt man sie sich jetzt auch noch und damit hat man natürlich auch nochmal geldtechnisch unglaublich viel nach vorne gebracht. Was ich mir wünschen würde, wäre jetzt wirklich ein Timeout von den Panthers. Sich nochmal zu besprechen, nochmal zu überlegen, alles klar, was funktioniert denn hier gerade einfach nicht. Und man muss einfach sagen, ich würde jetzt echt mehr rippenlastig spielen. Dass man da auf jeden Fall die Informationen hat. Zuletzt ist einfach die Rippe zu wenig offen gelassen, zu wenig gedeckt worden. Man hat zu viel Raum gelassen und das hat natürlich Playing Ducks komplett für sich genutzt. So, und Light, eigentlich eine Aim-Maschine, kriegt aber gerade gegen die Playing Ducks überhaupt keine Spielanteile. Wird immer sehr, sehr schnell herausgenommen. Gute Frags, die man gegen ihn erzielt. So, Sonix nochmal gesmoked. Rotiert wieder Richtung B. Und natürlich wird ein Aika alle Ansagen sich anhören, die Smokes zählen. Und entscheidet sich jetzt hier für die nächste Runde. So, Jim Possible, 22 Monate, Dankeschön. Und Pegasus habe ich ganz vergessen. Lieber, lieber Pegasus, herzlichen, herzlichen Dank für deinen Sub, den du eben rausgehauen hast. Und noch einen, den ich nochmal sagen muss. Und zwar Anise Dinosaur hat auch vor 25 Streams gesubbt und ja, ich hatte eine Wette. Wie Mellem. Bummeln ist aber erst später entstanden durch den Joke-Call, nicht bummeln. Okay. So, auf den B-Spot geht's drauf. Trotzdem, die Jungs von Panthers halten hier kräftig gegen in dieser Eco-Runde. Bombe gelegt. Wenig passt auf. Wenig hat auch immer noch 100 HP. Und Bummeln hat Wenig HP. So, Wenig, 1 gegen 1 Situation, Paddy 45 HP nur noch. Hört aber den, jetzt die Fuse, oh Gott, jetzt hat er sich verraten. Jeder, oh Gott, er weiß es einfach nicht und er kriegt diese 10 Sekunden einfach nicht durch. Ach du Heilige. Okay, das war jetzt von mir. Ja, also Runde für die Panthers. Glückwunsch und der Lick. Auch an dich natürlich herzlichen Dank für deinen Twitch Prime Sub. Willkommen, willkommen. So,
So, und ich gucke mir hier gerade das Spiel an, weißt du? Observer, und dann kommt so unten rechts in der Ecke kommt so ein Fenster, wo das Gesicht von Major Rabbit ist. Hast du jetzt nicht ernsthaft gesagt, Benny KP? So, meine Damen und Herren, damit hat auf jeden Fall hier das Team von Panthers eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Runde geholt. Sie haben ihre eigene Eco hier auf jeden Fall rumdrehen können, haben damit auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Runde für den weiteren Verlauf erzielt. Jetzt nochmal eine Flashbang-Richtung kurz und man hat wieder die Rippen offen. Also die Panthers, die lassen die Rippen sehr, sehr gerne offen. Jetzt macht man sehr viel Druck bei den Playing Ducks, erwartet natürlich auch die Rotation wieder. Auch schön hier nochmal in die Ecke den Molotow geworfen, trotzdem bisher noch kein einziger Spieler entdeckt. Flashbang-Richtung kurz. Kurz hat man auch nichts gesehen. Jetzt geht's nach vorne. Wenig steht da schon. Wenig nimmt ihn da sehr zügig raus und kann ECFN auf jeden Fall auf den falschen Fuß erwischen. Züngt mit dem nächsten Light aber auf lang und dann kommt auch wieder Wenig mit passendem Momentum herum. Und ja, gerade die Playing Ducks auf DE Inferno. Eine absolute Macht. Und der Machtanführer ist der alte Mann. Der gute Eika. Jetzt hier nochmal schön mit dem Timing, gut erwischt. Weiß ganz genau, alles klar, René wird versuchen, Schaden anzurichten oder letztendlich versuchen, einen gratis zu bekommen. Da kann er natürlich gut gegenhalten. Jacek, mein Lieber, auch an dich natürlich nochmal danke für alle, die jetzt reinkommen an Subs und Sonstiges. Werde ich erstmal nicht shoutouten. Eine gesunde Mitte finden. Support bedanken, aber auch im Spiel bleiben. Eika spielt aus einem Hotel in der Schweiz. Eika ist echt ein Typ, ne? Endlich hat er mal gutes Internet wahrscheinlich. So, Eika aber auch wieder mit der AWP hier fündig geworden. Direkt wieder den ersten Frag erzielt in der Mitte. Und das ist natürlich auch das wieder, womit man rechnet, dass hier wahrscheinlich was Aggressives erstmal nach vorne gespielt wird von den Panthers. Sonics mit seiner Deagle schön reingerumst. Und jetzt bummeln aber. Ach du Heilige. Handy-Internet, knallhart, ey. Der kennt aber auch nichts, ne? Hupik Inf. Inf Peak. Playing Ducks. So, Retake. Boah, schönes Ding auch wieder von Eika, Alter. Der ist auf jeden Fall. Der ist ein Anwärter für den MVP. You're welcome, my friend. Lifey. Enjoy your stay. So, Eule ist auch da. Schöne Grüße gehen raus. Und ECFN, der bringt seine AK und einen gut gefüllten Gürtel auf jeden Fall in die nächste Runde. Und das ist entscheidend. Ein bisschen Geld aufbauen. Und jetzt braucht man aber nicht nur Kohle, sondern man braucht wirklich Runden. 8:2. Die Playing Ducks damit die Halbzeitführung schon mal erzielt. Und dann gucken wir doch mal hier auf die erweiterten Statistiken. So, ein Eika mit einer 136er ADR, 4,66 Kill-Death-Ratio, 6 Enemies vielleicht, ist damit also zweiter Platz auch noch. Also nicht nur, dass er hier noch Frags macht, sondern er rastet noch aus. Hier bei Sonics 144 Utility Damage, 9 Enemies vielleicht, ist damit natürlich auch wieder der beste supportende Spieler für sein Team. So, boy, yeah, yeah. Jetzt knallt sie aber. Und Bummeln, der will auf jeden Fall auch hier seine Anteile am Spiel haben. Jetzt schön über den Friedhof. Ach du heilige Scheiße. Was macht der Lump? Ja, keine Chance. Keine Chance gerade für das Team von Panthers. 1-4, Donzon. Das war auch wichtig für sein Ego, dass er die nicht macht. Weil sonst wäre das Ego nämlich geplatzt. So, hier oben sehen wir nochmal den Shot. Jetzt gleich geht er über Friedhof drüber und dann schön halb angeflecht, angerotzt. Nimmt er dann nochmal den Spieler raus. So, 9:2. Das ist auf jeden Fall schon mal eine solide Führung nach 11 gespielten Runden auf der Terrorseite auf DE Inferno. Und Eika schon wieder, Mann! Junge Eika, du Lumpen! Und das mit Handy-Internet in der Schweiz! Wie geht das? So, wo kommt die Granate hin? Auch wieder für lang einfach, ne? Ja.
Einfach der lange Bereich wird abgesmoked. ECFN steht aber sehr close diesmal Richtung Mitte. Jetzt sieht er ihn schön, den Frag. Er zieht 19 AP nur noch bei ihm. Kann nur noch die Molotov rauswerfen, um letztendlich ein bisschen das Timing hier zu verzögern. Aber Richtung Banane ist schon wieder der Nächste und wieder bummeln hier mit einem weiteren Frag. Zack, und auch da passt man auf, wenn ich nimmt ECFN noch raus, der eine gute Position gewählt hat, aber auch, ja, chancenlos, wie ich es jetzt gerade schon öfters sage. So, das Schweizer Handy-Internet ist gut, oder was? Schweizer Handy-Internet, deutsches Internet, Schweizer Handy-Internet, ganz.de, Inet confirmed, die Schweizer haben 5G. Mal so als Info, die Schweiz hat in Europa das beste Internet. Ah ja, okay. So, das wissen die von 99 Damage nicht. Ich bin ein Mitarbeiter von 99 Damage, lieber Hupi. Bitte verzeihe, dass ich das nicht weiß. Entschuldige bitte. Aber benimm dich bitte, sonst bist du fort. Wusstest du auch nicht, ne? So, weiter geht's. 5 gegen 5. Deagles sind bei Panthers. Boah, Alter, was ist denn hier gerade? Also was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los hier, ey? Nur noch die Shots des Zorns, den werden wir nochmal kurz einspielen. So, und... Blablab, einfach down. Und wir haben nichts verpasst, liebe Freunde, keine Sorge. Ich würde niemals eine Replay spielen, wenn ich weiß, dass die Gegner nah an jemand anderem dran sind. Sondern für euch einfach als ideale Info. So, den ersten Frag in der Mitte erzielt. Das heißt, man konnte natürlich die Info haben, alles klar, Rippen war wieder was unterwegs, wollte aggressiv pieken oder vielleicht in die falsche Mitte aimen. Und dadurch passte natürlich dann Spielern wieder etwas an, um zu gucken, in welche Richtung es doch dann gehen sollte. Paddy mit einem weiteren, aber auf dem Spot wartet immer noch Zonix. Unterstützen da ECFN von der Citybase schon. Wir bleiben mal auf dem Don. Aber auch da schafft das nicht. 11 zu 2, die Playing Ducks mit der absoluten Überholspur. Major Rabbit schreibt, Eika muss früh raus und hat dem Team gesagt, länger als 20 Minuten darf keine Map dauern. Ich hoffe, der muss nicht wirklich früh raus, ey, der arme Kerl. Dann wäre es natürlich wieder typisch, dass da vorne Overtime am Start ist. So, 11 zu 2. Und wir schauen uns den Aufbau an. Sehr schön ausbalanciert von den Playing Ducks. Spielen Banane sehr kräftig an, haben in der Mitte auch erstmal ein paar Anteile. Hoffen natürlich auf die Reaktion von den Panthers, dass sie aggressiv dagegen gehen. Das nicht so decken, wie sie es bisher gemacht haben. Und wenn wir das jetzt hier sehen, dann geht das ideal auf. Sie kommen aus dem Teppichgang raus. Schaut es euch an, ist das schön gespielt. Genau drauf angepasst, genau drauf angepasst. Auf die Adaption adaptiert. Und ECFN, uiuiui, ganz knapp nochmal mit Anteilen. So, BMLN, schön hier. Ah ja, aus der Deckung eine kleine Sandkasten-Smoke. Das ist natürlich ideal, wenn du die überall kannst. Und sie merken jetzt gerade auch bei den Panthers, das sind zu viele Granaten, auch wenn es hier die vorletzte Runde ist. Es bringt nichts. Wir müssen unsere Waffen durchbringen. Wir müssen unsere Waffen, ja, mit in die nächste Runde nehmen. Obwohl es die vorletzte Runde ist und obwohl es jetzt 12 zu 2 steht. So, der Nistra ist auch im Chat. Grüße gehen raus. Also Nistra hat ungefähr so eine Drachenpanzerhaut, kann man ganz klar sagen. Jedes PC, wie es Getter, was ich mit ihm gespielt habe, wo andere Leute aus der deutschen Szene am Start waren, hat Nistra die Backen vollgekriegt. So, Paddy, ECFN, der haut da auf jeden Fall raus. Sehr krass. Paddy auch immer noch da drin. Und das war jetzt eine sehr aggressive Runde. Panthers hat es nicht geschafft. Panthers, sage ich schon. Die Playing Ducks haben es nicht geschafft. Diesen aggressiven Push rauszunehmen. So, was ich jetzt nochmal ausführen wollte. Der Nistra wurde immer geflamed, die arme Mensch. Immer. Ich schwöre dir, der Nistra war auf dem B-Spot. Er hat 4 Frags gemacht. Einer fällt auf dem A. Nistra, was machst du?
So, 2 gegen 3 Unterzahlsituation. Playing Ducks weiß natürlich darum. Aber es wäre auch für die Psyche und insgesamt auch für die Panthers hier wirklich wichtig, diese Runde mal mitzunehmen. Von der Seite René mit dem ersten. Jetzt nochmal ein Flashbang raus. Schön gegen den Spieler, aber auch mit der Awareness, dass er natürlich close kommen kann. Und damit holt das 12:3, liebe Freunde. Wir machen eine kurze Pause von 2 Minuten und sehen uns dann gleich wieder nach einem kurzen Twitch-Clip. Bis gleich, Ladies und Fellas. Tschüss. So, meine Damen und Herren, damit sind wir wieder zurück hier bei dem Spiel Playing Ducks gegen die Panthers. Okay, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh Gott, Moment. Ich glaube, so war es, oder? Eieiei. Auf der Tastatur ist es hier so lauter leiser. Sommer. Sommer, ne? So. Wir gucken mal auf die Stats und da ist mir eine Sache aufgefallen. Light, nur ein Frag und gerade ein Light, der eigentlich immer ein Leistungsträger ist, der so viele gute Aktionen mit der AWP bringen kann, der steht hier gerade einfach echt nicht gut da. Bisschen schade, aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Er wird natürlich hier noch seine Anteile mit in das Spiel hineinbringen. Das brauchen wir gar nicht zu bezweifeln. So, Panthers, die ersten beiden sitzen schon mal ganz gut. Ja, der zweite Frag ist auch gemacht. Und jetzt nur noch auf dem A-Spot, der gute Synkt. Will hier die rotierenden Spieler oder halt die backstabbenden Spieler nochmal rausnehmen. Und das könnte jetzt gleich gut funktionieren, wenn er da den Sonics nochmal Mitte unten für sich erzielen kann. Aber er passt auf, Sonics eigentlich gute Awareness gehabt hier, dass in der falschen Mitte immer noch ein Spieler stehen kann. Und jetzt kommen erst die Playing Ducks rüber. Brauchen 100.000 Jahre zum Rotieren. Bummeln, der Einzige mit einem Diffuse-Kit. Boah, schönes Ding von Zinkt. So, aber nur noch wenig Zeit auf der Uhr. Die Fuse Kit muss natürlich auch in der Nähe sein. Das haben sie, aber trotzdem, damit holen sie dir diese Pistole. Schön gemacht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Runde für die Panthers in dieser Partie. So, wollen wir uns nochmal kurz angucken, wie Paddy diese beiden da von der Seite wegficht. Er hört jetzt natürlich, alles klar, die Ansage kommt. Dann nimmt er 1, 2. Das natürlich mit Leichtigkeit. Trotzdem, man darf es nochmal hervorheben, solche Frags sind wichtig.
So, High Kitty Richtung Banane. Jetzt etwas Aggressives von den Panthers. Und dann lässt High Kitty durchlaufen. Schöner Move von ihm. Geht sofort zurück. Also man hat hier den ersten Frag erzielt. Man weiß ganz genau, wir haben hier runtergeforst. Wir haben starke Waffen. Wir können gegenhalten. Und dann bei dem ersten Pick natürlich sofort defensiv gehen. Die Jungs von Panthers kommen lassen. Die Überzahlsituation versuchen auszuspielen. Problem ist natürlich trotzdem, dass die Pistols, wenn man da jetzt gezielt drauf geht bei den Panthers, eigentlich nicht ausreichen sollten für die Ducks. Aber was soll und was ist, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und es scheint hier jetzt doch ganz gezielt Richtung B zu gehen. Dort haben wir immer noch einen Spieler, ach, das ist gar nicht der, so einen Spieler auf der Mauer drauf geboostet und der zweite Spieler ist Richtung Spot orientiert aufgestellt. Schaut es euch an, in der falschen Mitte schon wenig ausgeschlossen. Jetzt geht's hier wirklich ans Eingemachte. Einen Frag erzielt man. High Kitty erfolgreich auf der City-Seite. Komm, Autodirector. Willst du mich verarschen? So, Eika mit dem weiteren. Trotzdem, überall wird gecheckt. Schön gemacht hier. Man hat am Ende die Kontrolle und die Ruhe bewahrt. Wenig mit der MP5. 1 gegen 2. So, City-Base sieht man nichts. Construction oder Banane. Das sind jetzt die zwei Positionen, die machbar sind. Jetzt hat man natürlich den Weapon Switch gehört. Paddy zieht mit passendem Timing rum. 5 zu 12. Panthers startet hier auf jeden Fall schon mal mit den ersten zwei Runden, beziehungsweise drei in Folge sogar, wenn man die letzte City-Runde noch mit sich zieht. Natürlich auch ganz herzliche Grüße gehen raus an Cookie Puppy, die bessere Hälfte von Sonics. Ich werde natürlich auch gerne mal auf ihrem Profil vorbeischauen. Spitfire One, vielen Dank. Weiter geht's. Jetzt die nächste Runde. Man hat wieder Deagles gewählt bei den Playing Ducks. Interessant. Wenig nur noch mit 1600 Dollar. Der hat ein bisschen zu viel investiert, meines Erachtens. So, und die 5 AKs. Einen erstmal Richtung Banane abgestellt. Der darf jetzt mal Kontrolle bewahren. Wenn er natürlich Flashes kommt oder sonstiges, kann er sich schön in seine Ecke da verziehen. Hat insgesamt natürlich sehr viel Kontrolle aus dieser Position. Kann früh ansagen, falls B etwas pusht. Aber insgesamt hat er natürlich keine Ahnung, wie viele Menschen da jetzt letztendlich stehen. So, die Flashbang jetzt nochmal zu schauen, ob es vielleicht irgendwelche Änderungen gibt, ob irgendetwas passiert, das ist die große Frage. So, und von der Seite René mit dem passenden Timing. So, Major Rabbit verteidigt seinen Autodirector. Und KI. KI hat keine Gefühle. Die erzeugen das nur künstlich. Er sieht das Köpfchen, oder? Ja, jetzt hat er das gesehen. Und da passt ECFN natürlich noch vorzüglich auf. Der nächste auch noch rausgenommen. Noch einer auf dem Spot ist noch vorhanden. Und auch den nimmt Paddy mit. Also stark, stark, stark von ihm gespielt. Übrigens, das ist der Akteur, der eben auch hier bei uns im Chat unterwegs war. PDYCS, also Paddy CS. Ich vergesse immer, wird er Paddy genannt oder Paddy? Mit A oder mit E? Das schreiben wir jetzt einfach mal in den Chat. Ich weiß es nicht mehr. Paddy. Macht auch mehr Sinn, glaube ich. So, Mitte soll auf jeden Fall gepusht werden. Interessanter Move von den Playing Ducks. Gewagt, aber High Risk, High Reward, sagt man immer so schön. Sie wollten direkt was Aggressives spielen. Sie wollten sofort Anteile an diesem Spiel haben. Sie wollten sofort zeigen, wer hier die Hosen anhat. Und Eika wieder mal mit dem Anschuss. Also treffen kann der Kerl wirklich heute sehr gut und ist immer auch noch ganz oben auf der Tabelle. Oh, Bummeln. Jetzt gibt's die aggressive vorne. Wenig! Einfach mal hier schön den Teppichgang aufgeräumt. Wie frech war das denn bitte? Und er rechnet sogar noch mit dem weiteren Wenig. Super, super starke Runde von ihm gespielt. Ich hoffe, ich krieg's noch auf die Replay drauf. Und Paddy. Auch der wird mitgenommen. Sehr schöne Runde von Wenig und das gucken wir uns nochmal an. Hoffentlich ist der Push noch drauf. Ne, leider nicht mehr. Aber zumindest den dritten Frag, den können wir uns angucken, nachdem er nochmal lange supportet hat. Schade, schade. Aber trotzdem starke Runde von ihm. Da kriegt er mal eine kleine Ratze für. 13 zu 6 der Spielstand. Und es gehen
ganz herzliche Besserungswünsche an Cookie Puppy und Grüße an die haltbare Miff. So, meine Damen und Herren, Panthers mit der nächsten Runde. Aggressiv Richtung Banane, aber man hat hier die passenden Antworten bei den Playing Ducks. Einen holt sich Zonix, dann wird er doch gefinisht, gerefragt und wieder einmal Wennig. Wieder einmal eine schöne Granate, die da die Hände vor die Augen legt. Und du willst natürlich auch nicht wie so ein Berserker sofort Panic lossprayen. Dann kann Wennig natürlich total einfach rumziehen und hier seinen Vorteil erzielen. Sondern du willst ja auch cool bleiben, nicht zu viel Aufsehen erregen. Oh, hi Kitty, ey. So, da der Hit, man weiß ganz genau, wo der Spieler sich befindet. Keiner auf dem Spot. Das macht natürlich jetzt gerade ein bisschen stutzig. Weiß auch, macht mich auch ehrlich gesagt ein bisschen stutzig. 4-3 Situation. Sie haben keinen einzigen Spieler auf dem Spot abgestellt. Und jetzt der Retake koordiniert. Wenn sich den Panthers holen kann, diesen Retake hier, dann sehe ich wirklich noch gute Chancen für die Raubkatzen, sich diese Enten doch nochmal zu filetieren und ein wenig Entenbrust draus zu knuspern. So, Light mit dem ersten, Light geht nach vorne, Light mit dem weiteren Versuch, aber Wennig kann gegenhalten, trotzdem nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Sie müssen diesen Retake jetzt koordinieren, den nächsten Spieler ausgenommen. Und Wennig schafft es nicht, und das ist die Runde für die Panthers. Und wir kennen diese Aufholjagden, wir kennen diese Aufholjagden von den Panthers. Die müssen immer erst richtig hart reinscheißen und dann fangen sie richtig an, gutes Counter-Strike zu spielen. Wobei man auch sagen muss, sie haben nicht wirklich reingeschissen, sondern es ist wirklich ein sehr starkes Playing Ducks auf der Terrorseite gewesen. Also kaum Möglichkeiten, da wirklich was gegen zu machen. So, dieses Smoke, das wird auch öfters jetzt gespielt, so eine tiefe Smoke, dann einfach aus der Smoke rausspringen Richtung falsche Mitte. Aber wir haben es gerade gesehen, wenn das gesichtet wird, ist es immer noch relativ einfach, das Ganze auszuschalten, gegenzuhalten. Und damit ist es die nächste Runde für die Panthers. So, Ruby Robson schreibt, so geil der Venom. Meine Fresse, ist das geil, dir zuzuhören. Bombe. Vielen, vielen Dank. Also, das ist echt so einer der nettesten Feedbacks, die ich seit langem bekommen habe. Kannst du natürlich auch sehr gerne Ausrufezeichen Feedback eingeben. Dann kriegst du einen Link zu einem Forum. Wenn du einen 99 Damage Account hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du da auch den ein oder anderen Satz mal lässt. Für alle, auch positiv wie negativ. So, sehr zügig geht es jetzt Richtung Banane. Was ist denn da passiert auf einmal? Was ist denn da passiert? Sie sind wie so ein Schneeschieber. Einfach die Banane hoch, haben den kompletten Schnee mitgenommen und am Ende ist es irgendwie auf den Wagen gefallen und er konnte sich nicht mehr bewegen. Was ein Bild, ne? So, aber Don Son, der weiß natürlich genau, wo die Kanten sind. Ist ja selber auch eine Kante. Don, nein, 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 von hinten kommt schon der Nächste. Da kann auch der gute Michele nichts mehr machen. 14-8. Die Playing Ducks, sie sind stark unterwegs. Und da muss man, wenn man nicht langsam, aber sicher, ein passendes Rezept dazu hat, den, ja, eine neue Idee sich überlegen. Light mit 500% mehr Kills auf der City-Seite. Danke für diese Statistik. So, meine Damen und Herren, und damit werden wir uns hier diese 23. Runde begutäugeln. Überall fliegen die passenden Granaten, überall hat man die Fähigkeit, aber das sollten sie auch wirklich mittlerweile auf dem Schirm haben, dass man die Granate jetzt erstmal abwartet. Das hat man auch gehört, dass die Granate weg ist, aber man weiß natürlich nicht, ob noch eine zweite kommen wird. Das muss man sich jetzt erstmal erschließen, die Information. So, hier die Smoke wieder für lang. Aber man ist letztendlich schon auf dem B-Spot aufgestellt. Eike hat natürlich eine große, große Info. Der kann jetzt relativ früh ansagen, Jungs, bisher sehe ich da in der Mitte noch nichts. Jetzt gibt es die Granate, hat erst gedacht, dass eine Flashbang hochkommt, dreht sich weg, jetzt kommt die Flashbang. Aber so wirklich einen Plan dahinter sieht man nicht. Boi! Was ein Brett von Paddy. Der zeigt auf Inferno auf jeden Fall eine vorzügliche Leistung. So viel steht schon mal fest. Aber nach dieser Unruhe möchte man doch Richtung B gehen. Und da fällt gerade Hi Kitty. Ich wollte gerade auf ihn gehen.
Und man kann die Waffen bei den Playing Ducks eigentlich safen, es sei denn, man hat bei Bummeln noch den ein oder anderen Gratis-Rack, den man sich hier nochmal holen kann. Nein, schafft man nicht. Damit kriegt man sogar noch eine weitere Waffe ab. Und schaut euch mal an, der Paddy, der hat schon wieder Bock. Der will sich hier noch ein bisschen was abschlachten. Also ich meine mit hier, ne, Enten abschlachten, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ist, abschlachten hört sich so richtig schlimm an, ne? Sagt man im Metzger-Jargon abschlachten? Darf man das sagen? Ist das ein ganz normaler Begriff? Nein, sagt man nicht. Alles klar. Kunstfehler ist scheinbar vom Fach. So, der Stefan, da ist er. Hallo, lieber Stefan unterstrich Dad. Grüße gehen raus. Hier auf jeden Fall die nächste Runde für die Panthers. Die geben sich nicht auf. Stefan gerade übrigens der Akteur von Alternate gewesen. Ich glaube, der Einzige, der Have Fun geschrieben hat in dieser Partie von Alternate. Ich bin Fleischer und Koch, also vom Fach und Fleischfamilie. Also schlachtet man einfach nur. Ist das das Wort? Gerne könnt ihr bei ihm vorbeischauen. Ihr seht es ja auch, er ist Twitch-Partner. Sehr, sehr schön, dass du auch hier vor... schön einschaltest in dem Chat von 19er Damage. Immer freundlich bleiben, ja. Das stimmt. Mag ich. Bei den Stefan, den mag ich eh. Ich kann es jetzt öffentlich sagen, wenn er da ist. Stefan, ich mag dich. Freue mich auf jeden Fall auch schon auf die Finals. Da sieht man ja die ganzen Kompaden. Das ist das Schöne. Und das kann ich euch auf jeden Fall auch schon mal sagen. Oh, das wird jetzt geil. ETFN. Einen. ETFN. Ah, zwei. ETFN. Ah. Boah, der spielt das so diszipliniert runter. Gut, dass er jetzt die Glock haben, kann er nicht mehr viel machen. Aber trotzdem, er spielt es diszipliniert. Hat ja auch mittlerweile, glaube ich, schon um die, genau, ich wollte gerade sagen, um die 25 Frags. Ist bei 24 mittlerweile. So, Anni ist auch wieder da. Ich habe übrigens eben deinen Sub announced. War es aber scheinbar nicht da. Sehr genau, die Info. Und zwar die nächsten hier von der Season 12, die Finals, werden noch bei uns in Berlin ohne Publikum stattfinden. Aber die Offline-Finals der 19er Damage Liga Season 13 werden in der Live Music Hall in Dortmund für euch präsentiert. Ich freue mich. So, wer weiß denn, dass er jetzt schon da ist? Wer wird das schon sicher sein? So, Bananenkampf, Entschuldigung. Bananenkampf ist gerade wirklich komplett im Gange. 35.000 Molotovs, 35.000 Schüsse, die da rausgenommen worden ist. Sehr schön adaptiert eigentlich von den Panthers. Machen viel Druck Richtung Banane und Mitte, aber dann wollten sie eigentlich den Teppichgang angehen. Aika verämmt jetzt gerade Aika! Und dann wird er von Light rausgenommen. 2-gegen-3 Situation. Und von unten pusht schon der erste Spieler Richtung Banane. Bummeln. Nummer 1, Bummeln! So wichtig! So ein Light im 1-on-2. Sowas macht er normalerweise mit Leitigkeit. Aber hier, dieses Playing Ducks ist gerade von einem anderen Stern. Und das ist jetzt 15:10. Sehr schön, die Playing Ducks auf der Überholspur. Auf der After-Show-Party. Ja, kuppelst du mich mit dem Stefan sauber. Da freue ich mich jetzt. Meinst du, was das für skillige Kinder werden, Digga? So, ihr Lieben, weiter geht es. 15:10. Playing Ducks hat ganze 5 Map-Punkte. Und die brauchen sie. Für die Panthers ist das hier ein ganz, ganz schwieriges Pflaster. Beide Teams sind nicht gerade, was die Tabellensituation angeht, ideal aufgestellt. Wenn wir es mal human sagen möchten. Oh, wichtig und leid. Aggressives Play von Wenig. Ah, das hat Wenig gebracht. So, wie gesagt, die Playing Ducks auf dem 7. Platz mit 3-7 Stats und die Panthers mit 2-8 Stats auf dem 9. Würden die Panthers hier 2 Maps gewinnen, hätten sie 4-8 und könnten an den Playing Ducks mit 3-9 vorbeiziehen. Aber es sieht hier danach aus, als würde die Playing Ducks hier sogar eher Raum gut machen. Zumindest was die erste Map angeht. Aika mit dem nächsten Frag. Aika ist bereit für alle Schandtaten. Aika!
Mann, was für eine starke AWP, der heute spielt, die Shots einfach konstant trifft. Da bin ich gerade in Stimmbruch digitiert. Sonsynkt, der wartet natürlich ab, bis die Bombe angeplantet wird, aber er sieht jetzt gleich wahrscheinlich eine Seite. Ja. Hey, 16 zu 9, ich... Um Gottes Willen. In solchen Situationen willst du echt direkt den PC verkaufen. Einfach Instant Sell, wie bei Steam. Aber ein High Kitty, der regelt sowas natürlich gerne mal. So, High Kitty sieht den ersten Spieler. Schießt aber jetzt erstmal noch nicht. Doch jetzt, oh Gott. Schießt. Oh, und in der Luft. Da ist der Van mit dem nächsten. Und das holt ihr Panthers. Die nächste Runde. Ganz, ganz wichtig. 11 zu 15. Und die Panthers, die lassen sich hier immer noch nicht. Ja, an die Wand spielen. So, Banane wird wieder Dreh- und Angelpunkt. Da gibt es wieder das Duell. Schöner erster Frag hier. Süngt hat es von der Seite gemacht. Wendig auf dem A-Spot auch noch erfolgreich. Jetzt geht man noch aggressiv nach vorne. Hi Kitty, der wartet natürlich genau auf diese Situation. Kriegt jetzt sogar noch eine Waffe. Kann ihn rausnehmen. Da sind es Paddy und René, die letzten beiden, die jetzt gegen drei nochmal ran müssen. Natürlich der Waffenvorteil bei den Panthers gegeben. Smoke nochmal schön abgedichtet hier. Und dann ist der Ike einfach durchgepusht, aber schafft es nicht, den Frag zu erzielen. Was für ein Schlagabtausch hier. Was für ein Gamble. So, und Paddy. Oh, falsche Entscheidung von den Playing Ducks. Einzige Vorteil daran, man kann sich die Waffenmitte unten sichern. Da liegt noch irgendwo eine AK rum. Ich bin mir nicht ziemlich sicher, oder haben sie die gerade eben weggeworfen? Ich habe nicht aufgepasst. Ja, beide haben eine AK. Ja, jetzt wissen sie es. Alles klar, es wird der A-Spot. Und jetzt... geht es dann doch ans Eingemachte. Hi Kitty und Süngt. Ich bin gerade... Boah, was ein Timing. Holy fuck. Das hat René niemals auf dem Schirm. Niemals. Erster ist raus. AK kriegt er. Jetzt geht's hier aufs Duell. Hi Kitty mit dem Versuch. Muss natürlich die Ecke checken. Ecken checken. Jo, da oben hat er gesehen. Oh, und Paddy kriegt ihn trotzdem. 15 zu 12. Was eine... spannende und packende Partie jedoch noch. Die Panthers kämpfen sich zurück. Es gab eine 12 zu 3 Führung für die Herrschaften von den Playing Ducks. Und wie wir es gerade sehen, ist die auch bitter, bitter, bitter nötig gewesen. Mein Herz macht so spannende Spiele nicht mehr mit. Ja, vor allen Dingen, wenn du Fieber hast. Direkt extra Systolen des Zorns. So, an die Playing Ducks. Das war gerade übrigens eine Eco, ein Forceball, was auch immer, wie man es bezeichnen mag. Man hat auf jeden Fall was gekauft. Und jetzt geht es hier erstmals wieder in eine Equipped Round. Light aber in der Mitte richtig zügig unterwegs. Pickt damit seiner MAC-10. Sehr schnell. Die Spieler... Boah, Alter! Aim-Niveau! Over 9000 und High Kitty steht mitten in der Smoke. Möchte natürlich die Smoke für sich ausnutzen. Neuen Schuss hat er noch übrig. Lädt er danach? Nein, er lädt nicht nach. Er bleibt einfach drin in der ganzen Chose. Mittig hingegen aber noch René als Backstabber, der natürlich auch noch früh sagen kann, wenn die Rotation über die Mitte nicht stattfindet. So, Hi Kitty, was kannst du rausholen? Hi Kitty mit dem ersten. Hi Kitty mit dem zweiten, dritter! Und das könnte hier diese Runde und das Match, beziehungsweise diese Map, erstmal entscheiden. Und da ist das Herz stehen geblieben von der Cookie. René aber mit dem Versuch weiterhin das 1-on-3 für sein Team zu erspielen. Sie haben alle nicht wirklich viel HP, aber er muss zum Bombenplant kommen. Er muss zum Bombenplant kommen, sonst wird es hier nahezu unmöglich. So, René geht nach vorne, sieht den ersten 1. Nein, kann es nicht schaffen. 16 zu 12 ist die erste Map ausgegangen zwischen dem Team von Panthers und dem Team von den Playing Ducks. So.
Okay, alles